Hallo, ich bin's, euer Watchmaxe. Boah, Leute, ich kann euch sagen, heute ist es warm und ich meine richtig warm, so schweißtreibend warm. Heute in der Mittagspause bin ich in Frankfurt vom Westend zum Römer gelaufen. Das sind vielleicht so 1,5 Kilometer, eigentlich keine Entfernung, über die man spricht. Aber in der Wärme, boah, ehrlich, das war heftig. Ich bin extra dahin gelaufen, um die neue Faltschließe für die Silikonbänder von Sinn zu holen. Nur um die euch zeigen zu können. Wäre klasse, wenn es wahr wäre, aber nein, ich wollte sie für mich selber haben und stelle sie euch vor, quasi als Nebenprodukt. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch kurz etwas in eigener Sache sagen. Bei den letzten Videos gab es ein paar Kommentare in diversen Medien, die mir nicht ganz gefallen haben, vielleicht auch, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe vielleicht nicht deutlich genug gemacht, an welche Zielgruppe sich das Video richtet. Deshalb möchte ich einen kleinen Index einführen, der es ermöglicht, sofort einen Überblick zu haben, wen ich mit dem Video anspreche und welche Themen abgedeckt sind. Eine Pyramide soll zeigen, ob es sich vorrangig um Uhren oder vorrangig um Zubehör gedreht und ob eher Einsteiger oder eher Sammler angesprochen werden. Dieses aktuelle Video ist ganz klar dem Zubehör gewidmet. Es geht um Schließen und kann sowohl für Einsteiger hinsichtlich einer Kaufentscheidung als auch für Sammler bezüglich eines Umstiegs interessant sein. So, nun geht es aber los. Ich möchte euch die beiden großen Faltschließen von Sinn für die Silikonbänder zeigen. Die neue Faltschließe wird immer an dem blauen Band montiert sein und die alte Faltschließe an dem schwarzen Band. Ihr könnt hier sehen, dass das Band relativ locker sitzt, aber die Uhr am Arm auch nicht schlackert. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Lünette nicht ausgerichtet. Das ist noch von meinem letzten Hundespaziergang, um die Zeit zu stoppen. Bitte ignoriert das einfach. Auch dieses Bild soll nur den Sitz verdeutlichen, weil das im Verlauf des Videos noch wichtig wird. Auch hier kann man sehen, die Uhr sitzt locker, aber das Band ist angepasst. Das schwarze Band sitzt ganz ähnlich. Man sieht hier schon, das Band und die Schließe sind im Gebrauch gewesen. Auch trotz der Tegmentierung hat die Schließe leichte Spuren. Aber das sind Spuren des Lebens und des Gebrauches und das soll auch so sein. Ähnlich wie bei dem blauen Band sitzt die Uhr nicht zu fest und nicht zu locker am Arm. Sie schlackert nicht und sie drückt nicht. Ich werde darauf gleich noch eingehen, denn dies ist bedeutsam für die Einstellung der neuen Schließe. Vorab, ich vermute sehr stark, dass die alten Bänder in der neuen Schließe zu kurz sind. Die neue Schließe verlangt etwas mehr Band, sodass man beim Umstieg direkt das Geld für ein neues Band einkalkulieren sollte. Ich habe beide Bänder einmal auf das Zentimetermaß gelegt. Ihr seht, das schwarze Band hat ungefähr 16 cm Gesamtlänge und das passt an meinem Arm inklusive einer U1 sehr hervorragend. Bei dem blauen Band, wo die Schließe ja verstellbar ist, habe ich die mittlere Position gewählt, sodass ich das Band um genau eine Raste verkürzen und eine Raste verlängern kann und komme ebenfalls auf 16 cm. Ihr könnt hier auf dem Bild sehr gut sehen, dass bei dem blauen Band insgesamt 2 Pins mehr stehen gelassen worden sind auf der rechten Seite als bei dem schwarzen Band. Somit wird deutlich, die neue Schließe braucht mehr Band als die alte. Hier ein Blick der beiden Schließen, oben die neue, unten die alte. Sie sehen von der Seite relativ ähnlich aus. Auch der Auffaltmechanismus der Klappbügel ist sehr ähnlich gestaltet. Auf der Unterseite zeigen sich erste Unterschiede.
Bei der alten Schließe unten kann man die Tauchverlängerung erkennen, während die neue Schließe oben diese nicht mehr hat, sondern den Feststellbügel, die Feststellklappe für die Längenverstellung, die Weitenverstellung des Bandes. Auf der Oberseite zeigt sich, dass die neue Schließe keine drei Elemente mehr hat wie die alte Schließe, sondern nur noch eine durchgehende Oberfläche. Auch ist die neue Schließe insgesamt einige Millimeter kürzer, als es die alte gewesen ist. Beim Aufklappen zeigt sich ganz deutlich der Unterschied. Während man beim Klappen unten die Tauchverlängerung ausklappt, klappt man oben den Sicherungsbügel für die Weitenverstellung auf. Ich finde die Wortwahl Feinverstellung ein klein wenig unglücklich, denn es handelt sich bei der neuen Schließe de facto eigentlich nicht um eine Feinverstellung, sondern um eine Längenverstellung, um jeweils eine Rasterung, die man bei der alten Schließe sonst abgeschnitten hätte. Ich möchte einmal kurz zeigen, wie groß der Unterschied zwischen der Weitenverstellung und der Tauchverlängerung ist. Die Weitenverstellung kann man, sofern man in der Mitte eingerastet ist, um jeweils eine Rasterung verkürzen oder verlängern. Im nächsten Bild sieht man genau, wie groß der Unterschied ist. Der grüne Bereich ist die Verstellmöglichkeit der neuen Schließe. Der rote Bereich ist das, was an Weitenverstellung fehlt im Vergleich zur alten Tauchverlängerung. Insofern wird sich ein Taucheranzug unter die neue Schließe wahrscheinlich nicht mehr quetschen lassen. Durch die einheitliche Oberfläche und den Wegfall der zwei äußeren Elemente wirkt die neue Schließe deutlich eleganter und mehr aus einem Guss. Mir gefällt es sehr gut. Auch bei den frontal- und seitlichen Ansichten zeigen sich deutliche Unterschiede. Links die neue Schließe, die eine Art Haube über die Bandhalterung gebildet hat, um die einheitliche Oberfläche zu erzeugen. Rechts die alte Schließe, wo die Bandaufnahme in einem separaten Element an den Schließendeckel anstößt. Hier nochmal eine seitliche Aufnahme, die zeigt, wie die Bandhalterung sich unter den Schließendeckel einpasst. Wenn man das Band ein klein wenig bewegt, entstehen sowohl bei der neuen Schließe hier im Bild wie auch bei der alten Schließe kleinere Spaltmaße. Ich habe diese bei keiner Variante als störend empfunden, kann allerdings auch noch nichts darüber sagen, wie sich die Spaltmaße bei der neuen Schließe über die Zeit entwickeln. Meine alte Schließe ist schon etliche Jahre im Gebrauch und die Maße haben sich nicht wesentlich verändert. Ich gehe davon aus, dass dies auch bei der neuen Schließe der Fall sein wird. Auch von der Seite her fällt eine Sache auf. Es gibt nachher noch ein Bild, wo es deutlicher wird. Der Klappbügel steht etwas über den Schließenkorpus über. Bei der alten Schließe war dieser Klappbügel passgenau mit dem Schließenkorpus. Auch hier sieht man wieder ein klein wenig der Spaltmaße, wenn das Silikonband unter Spannung ist. Wie gesagt, ich empfinde es nicht als tragisch und bei der alten Schließe haben sich diese Maße auch über die Jahre nicht verändert. Auf der Unterseite zeigen sich konstruktionsbedingt einige Unterschiede. Unten bei der neuen Schließe ist der Klappbügel etwas anders gestaltet als bei der alten Schließe oben im Bild. Der Sicherungshaken oder Sicherungspilz, ich weiß nicht genau, wie der Fachausdruck ist, sind bei der neuen Schließe und bei der alten Schließe weitgehend identisch. Das Lösen des Sicherheitsbügels erfordert ein klein wenig Kraft und Beherztheit, dann springt er auf und man kann das Band entnehmen. Anfangs ist das Band noch ein klein wenig hakelig, man muss hin und her schieben, aber man kann deutlich sehen, dass der Sicherungsbügel in die Aussparungen greift, die eigentlich gedacht sind, um das Band mit einer Schere zu kürzen und auf
eine grobe Länge zu bringen. Jetzt hakt es wieder ein kleines bisschen und das ist die letzte Rasterung. Es gibt also neben der mittleren Einstellung eine Verlängerung und eine Verkürzung. Die neue Schließe gibt es Stand heute nur in der von mir gezeigten Variante, wird aber sukzessive umgestellt. Ich hoffe, ich konnte euch die Unterschiede, Vor- und Nachteile der beiden Schließen etwas näher bringen. Falls es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich, teilt das Video und schreibt Kommentare. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt und vielleicht schaut ihr auch die nächsten Videos. Bis dahin, euer Watchmaxe.